schönen guten Morgen und ein gutes neues Jahr 2023 und ich stehe hier am berühmten Supercharger in Ulm-Seligweiler. Jo, kurzer Status mal, schaut mal, das ist für alle anderen Fahrzeuge von ENBW, 4 Ladesäulen mit jeweils 2 Ladeplätzen. Ja, Ausbaumöglichkeit besteht hier, wurde nicht genutzt bisher. Und wir gucken mal hier rum. Ich glaube hier, ja, 40 Supercharger irgendwie, ne? Das ist halt das andere. Ein Audi versuchte zu laden, aufgegeben. Ja, ein einziger Tesla hier und der ist irgendwie aus den Niederlanden, soweit ich sehe. Und da hinten steht mein Auto, genau. Ja, hier haben wir sehr, sehr viel erlebt, würde ich mal sagen, ne? Ich erinnere mich noch an mein Interview mit Horst Lüning, ja, hier an irgendeinem von den Stellplätzen und auch meine Abenteuer mit dem Model X Pegasus damals. Ja, Ladeversuche von 0 auf 100, könnt ihr alles mal so ein bisschen googeln, da oder da, da, ne? Nee, ich habe es nicht eingeblendet, müsst ihr ein bisschen gucken, Schräg und Lüning oder Schräg und Model X oder Schräg und Pegasus, dann findet ihr diese Sachen. Genau, man hat vieles, nicht viel von mir gehört, ja, weil dieses Auto hier, ja, es fährt, ja. Mit Software-Updates oder irgendwas anderem leider nicht viel. Deshalb, ich habe immer gedacht, ich warte, bis ich diese 3.0er-Version bekomme. Nee, hat sich leider jetzt hier irgendwie nicht so bewahrheitet. Ah, diese Batterie von Superchargern sieht schon cool aus, ne? Ich zeige euch mal den aktuellen Stand und ich hoffe, dieses Jahr ist irgendwie mehr los. Das wäre irgendwie schön. Kann es euch nicht sagen, was es wird in diesem Jahr. Wir schauen mal rein hier in das schöne Auto. Ja, wir schauen erstmal drumherum. Ich habe ihn ja schon aufgewertet. Er ist ja schon hier beschleunigt mit GTX. Ja, Aufkleber bringt leider nichts. Ne? Sonst eine schöne Farbe. Ne? Das ist auf jeden Fall schön. Ansonsten hat sich die Sache nicht gelohnt. Ich glaube jetzt im Februar 2 Jahre dann im Leasing. Ich habe 4 Jahre Leasing. Das ist super schade. Da hatte ich mir echt mehr erhofft, dass da mehr funktioniert. Ja, die haben mich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ne? Herbert Dies ist gegangen, hat aber noch nicht viel genützt. Ja, Keyless Go ist auch nicht, aber hier Keyless Come. Ja, wir schauen uns die Sache mal kurz hier an. Ominöse Meldungen am Anfang immer, das kennt man inzwischen. Wir gehen mal hier rein, Setup. Ich bin leider ja immer noch auf diesem seltsamen Stand hier, Systeminformationen. Ihr kennt mein letztes Video, das ist die 2.3, aber eigentlich ist es die 2.4, weil man sieht es hier an der 9.12. Ja, also nicht mal das hat VW hinbekommen oder die Softwareentwickler von VW, dass da irgendwie wenigstens die Versionsinformationen richtig ist. Das Licht geht auch nicht an, das Licht geht nur an, wenn ich das hier alles geschaltet habe. So ist es ja. Deshalb, dieses Auto ist mir weiterhin ein Rätsel. Man hatte ja eine gute Vorlage, also hat ja genau gesehen, wie Tesla es gemacht hat. Und man musste es einfach nur nachmachen bei VW. Ist aber nicht gelungen. Das ist eigentlich das Problem, was ich da so sehe. Und ich warte jetzt immer noch auf das 3.0er-Update. Für die, die auch warten. Eigentlich, die Händler haben ja diese 2.4-Version aufgespielt, diese 0.9.12 hier, ihr seht's. Und dann sollte das ja irgendwie automatisch funktionieren haben. Da sollten das dann eintragen, dass das Fahrzeug bereit ist zum Update und dann sollte irgendwann das Over-the-Air-Update kommen. Oder du musst doch wieder I want OTA an id@volkswagen.de schicken. Ich weiß nicht, habe ich auch gemacht. Nichts passiert. Man sollte dann eigentlich eine E-Mail bekommen und dann sollte es irgendwann losgehen. Beim Ausschalten sollte man das dann als Download sehen, ne? Weil sämtliche An- und Anzeigen hier drin sind ja scheinbar alles fake. Ja? Also ihr erinnert euch, wenn man hier so irgendwie so reingeht, gibt es ja da verschiedene Informationen dann irgendwie dazu, ne? Ja, ist leider nicht so. Alle Aktualisierungen anzeigen konnte man hier drücken. Oder kann man ja hier drücken. Na, das ist alles super gemacht, aber leider funktioniert das Ganze gar nicht. Da fragt man sich natürlich, warum es dann überhaupt hier drin ist. Also das sind so Sachen und warum hier diese falsche Anzeige dann da ist. Ne? Okay, und auch ich kann ja hier auch noch irgendwie länger drücken. Dann kommt ja noch irgendwie was hier. Ne? Also da kann ich auch irgendwie was machen. Es funktioniert aber alles überhaupt nicht. Also hier sind lauter Sachen drin, wo man nicht weiß, wozu ist das eigentlich gut. Ne? Was soll das eigentlich? Und ja, ich habe schon mal irgendwo gesagt, ich habe ja die Softwareentwickler tatsächlich mal zufällig getroffen, die VW-Softwareentwickler. Und die haben ja dann gesagt, oder die haben so einen Plan, dass sie in 5 Jahren erstmal ihre Entwicklungsumgebung aufgesetzt haben wollen. Und dann können sie eigentlich richtig entwickeln. Und eigentlich die ID-Serie hier, das ist ja auch das Problem, das Update
das 3.0er Over-the-Air-Update, läuft ja um die 6 Stunden nachher, in 2 Chargen wieder mal, ne? So wie wir es schon kannten bei dem, ich weiß gar nicht, welches Version das war, wo ich es schon mal gemacht habe, könnt ihr auch gucken, Over-the-Air-Updates bei mir hier. Also das ist doch kein Update, Leute. Also bei Tesla läuft das irgendwie 10 Minuten vielleicht maximal mal oder 15 Minuten, aber eigentlich viel schneller, weil sie es halt öfters machen, ich weiß es nicht. Aber das hier ist einfach eine alte Technik mit einer neuen Technik gekoppelt und da seht ihr, was dabei rauskommt. Die Steuergeräte sind ja weiter im Hintergrund mit dem OBD2-Anschluss und so weiter und ein Bus-System dahinter und dann parallel dieses neue Ethernet-System dazu. Das funktioniert halt alles einfach nicht, ne? Schade. Schade, schade, schade. Die nächste Version der IDs, die kann's dann. So, und das ist es auch genau. Die nächste Version, ne? Die aktuellen Autos, die ausgeliefert werden, haben ja alle die neueste Software drauf. Das ist ja das Ärgerliche eigentlich. Und bei mir hier kommt halt nichts. Und der Händler weiß auch von nichts. Ich muss mal wieder zum Händler. Ich werde eine offizielle Anfrage nochmal an VW schicken. Was ist los mit meinem Auto? Warum kriege ich kein Over-the-Air-Update? Was muss ich tun? Mal sehen, was da rauskommt. Ich berichte euch natürlich. Ja, was hat mir der Händler gesagt? Was haben mir irgendwelche Experten gesagt? Was habe ich auch gelesen mehrfach schon? Die Leute behalten so ein E-Auto eigentlich so um die 2 Jahre, dann kaufen sich ja eh ein neues und da ist ja dann die neue Software drauf. Ja, super toll. Meine, die Partner jetzt so Seat, Skoda, kriegen ja eh bloß eine Version und dann kriegst du nie ein Update oder höchstens von der Werkstatt. Mein Nachbar hat noch einen Skoda, hat auch ein ID, hat sich mich schon gefragt, was ist los, er hat auch nichts gekriegt. Und sein Skoda hat halt eine bestimmte Version, okay, hat er sich mit abgefunden. Er hat wenigstens die neue Version, weil er es später gekauft hat, ne? Als auch die Intensität. Aber das ist natürlich Mist, ne? Das Radio muss auch ausbleiben. Warum geht das Radio an? Keine Ahnung. Okay, ich stehe aber jetzt hier in Ulm-Seligweiler am Supercharger und ich hatte das schon mal gezeigt, man kann hier laden. Ja, ich gehe mal hier raus und gehe mal hier auf Fahrzeug und schau mal, ja, ich habe auch irgendwie, bin ich ladefähig, ne? 50%, 48%, bis auf 90 will ich laden, das könnte gehen. Wir schauen uns das Ganze mal hier parallel an in der App von Tesla, genau. Ich stehe am Supercharger in Ulm und an irgendeinem, hier, unbekannter Fehler ist aufgetreten, ne, jetzt komm, ja, da ist es. Ah ja, unbekannter Fehler ist nicht so gut, ne? Hier unten seht ihr jetzt die Preise, ja, mal ein bisschen hier abdunkeln, dass ihr das auch seht. Ich bin jetzt hier von 0 bis 16 Uhr 74 Cent. Die Kilowattstunde ist eigentlich kein schlechter Preis, würde ich sagen. Und ab nach 20 Uhr eigentlich auch wieder. Genau, das funktioniert. Und jetzt kann ich hier aufladen sagen, ich müsste nur gucken, an welcher Station ich bin und wie viele Stationen gibt es überhaupt. Hier oben seht ihr es. 37 von 38 Stationen sind nämlich noch frei, weil da drüben steht ja nur ein einziges Fahrzeug da. Und alles andere ist hier frei. Und deshalb haben die das auch freigegeben, dass man hier laden darf. Was ich jetzt brauche, hier aufladen. Ich brauche die Nummer von dem Stall, welchen Stall ich stehe. Und ich muss natürlich einstecken. Das tun wir mal. Bezahl habe ich hinterlegt, genau. Und 74 würde es mich kosten. Ist alles vorbildlich, was ich hier sehe. Wir gehen mal raus und schauen uns das an. Ich stehe natürlich jetzt hier an der falschen Seite. Das ist ja das Doofe hier. Also eigentlich blockiere ich jetzt den neben mir und der kann dann nicht laden, aber jetzt ist ja niemand da, von daher auch kein Problem. Also eigentlich müsste ich hier stehen, an dem hier. Und dann müsste es auf Fahrerseite sein. Ist bei mir ja auf Beifahrerseite. Und hier sind auch sogar noch, nein, hier ist nur der eine Anschluss dran. Es gibt auch noch die, glaube da vorne, die haben noch beide Rüssel. Und wir nehmen uns den hier mal. Sieht auch super smooth aus. Stecken uns den ein und merken uns den Anschluss. 10D. 10D merken wir uns. Im Moment noch no connection. Aber 10D, 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 10D. Okay. Warum geht mein Auto eigentlich nicht aus? Weil ich hier einen Fake-Stöpsel reingemacht habe. 10D. Gut. Hier ist noch nichts los. Aber 10D. Also wir scrollen mal hier. Jetzt schauen wir mal. 10D. So, 10D angewählt. Ladevorgang starten. Und wir schauen. Jetzt klickt was. Schauen wir mal, was er so sagt. Jo, geht auch sofort los, ne? Mit 180 km/h beziehungsweise 4 km pro Minute. Ja, es funktioniert. Hier unten auch eine Anzeige. Da sagt er mir 43 kW Laderate. Und ich denke erst am Aufladen, er wäre um 11 Uhr fertig. Ja, also seht ihr, so schnell funktioniert das. Da vorne ist ID-Light ist auch an. Also ID3 am Supercharger
Laden funktioniert weiterhin und sehr smooth und sehr schnell, also auch wesentlich schneller als bei Ionity oder sonst wie, wenn man da so unterwegs ist. Funktioniert alles wunderbar, no problem. Das ist wenigstens was, ne? Ja. Was sage ich jetzt dazu? Was will ich hiermit sagen überhaupt, ne? Es kommen noch einige. Und daneben mir versucht ein Audi auch zu laden. Mal sehen, ob der überhaupt die App hat von Tesla. Licht ist doch, Licht ist geladen. So, ja, was habe ich dieses Jahr jetzt vor mit dem Auto hier? Mal schauen. Bin noch nicht ganz sicher, was ich jetzt weiter mache. Eigentlich war ja das große Video 3.0er und dann sämtliche Erfahrungen mit dem 3.0 und Langstreckenfahrten und was nicht, alles so das Übliche wieder und wieder Verbrauchswerte und Laden und keine Ahnung und irgendwie und irgendwas und irgendwie, ja, ist alles nicht, ne? Was mache ich sonst? Soll ich andere Autos nochmal testen? Das ist ein bisschen nervig inzwischen, das überlasse ich den anderen. Ich weiß es nicht, ich bin mir echt unsicher, wie es weitergehen soll, was man weitermachen soll, irgendwelche News machen. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es echt nicht. Also ich hätte jetzt so meine Langzeiterfahrung mit dem ID.3 jetzt irgendwie hier mit euch gern geteilt. Natürlich auch die Versuche dann wieder mit meinem Autopilot, mit meiner Todesstrecke, mit dem ID.3, mit dem Travel Assist, ne, hat er ja alles. Aber mal schauen, ich glaube der Kollege später will auch laden, ja. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal irgendwie. Ich mache mal hier kurz noch eine Außenaufnahme und das war's dann mal. Und wie gesagt, ein schönes neues Jahr noch für euch, ne? Das auf jeden Fall. Und ich schau mal jetzt hier. Da hinten ist ein Model X gekommen. Und super, es funktioniert alles. Ja, toll. Ja, dem Kollegen muss ich, glaube ich, dann mal helfen. Aber ich bleibe dann mal hier so. Laden am Supercharger funktioniert, wenn man weiß wie. Haha, und das war das Abschlussbild jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Er gibt auf.